Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim in Hübsch. Ich muss jetzt zu Anfang dieser Folge mal erstmal was Starkes klarstellen, denn ich habe meinen... ich habe versucht, eine Folge Skyrim aufzunehmen. Hab dann gemerkt, mit Fraps geht es super. Ich habe nur dummerweise die Audiospur nicht aufgenommen. Was es ein Problem ist. Deshalb müssen wir jetzt diese Hälfte nochmal von neu machen. Ich habe zum Glück noch einen eichenden Speicherstand gefunden. Nur diesen Drachen halt, der da oben war. Den habe ich besiegt, ohne dass ihr es mitbekommen habt. So, wir wollen jetzt durch den Tempel. Hoffe ich jetzt mal. Und das ist meine erste Aufnahme seit... Boah, seit wie lange? Also ich habe auf jeden Fall in der Zwischenzeit Assassin's Creed aufgenommen. Also seit dem sozusagen... Was ist das? Seit dem letzten Mal habe ich nicht mehr aufgenommen. In der Zwischenzeit habe ich wirklich Assassin's Creed aufgenommen. Und ich weiß nicht mehr so ganz, was ich hier noch habe. Deshalb einmal kurz gucken. Ausrüstung. Abgeschworener Bogen. Alter Nordbogen. Hier haben wir also noch alles Mögliche. Wir haben auch noch gute Tragkapazität. Ja, nehmen wir mal als erstes die ausgeschworenen Pfeile und danach, damit wir die weg haben, denn die sind irgendwie nicht so das Wahre. So. Und unsere Mission ist es hier, das Licht durch den Tempel zu begleiten. Das sieht irgendwie ziemlich schräg aus hier. Ah, verweste Leiche. Boah, die hat ja Geld dabei. Wie cool. Ja, so cool sieht sie da nicht mehr aus. Aber, steht doch leer drauf. Oh, da ist was drinne. Gold. Schön. So, ich habe jetzt auch wieder leider keine Ahnung mehr, wo ich mich befinde. Da ich so lange nicht aufgenommen habe. Es tut mir leid. Aber ich wollte euch jetzt so nah am Release von Assassin's Creed Unity das Ganze nicht vorenthalten. So, ich hoffe... Achso, das ist Adapt. Ich hoffe... Hallo? Das kriege ich irgendwie hin. Ach, da in der Richtung ist es also, oder? Aua! Ups. Also... Hallo? So. Ein Hebel. Wozu kann der bloß sein? Laufen wir doch erstmal in die andere Richtung. Boah, ich dachte, das wäre ein Schlang gewesen. Erstmal in die andere Richtung. So, was haben wir denn hier? Gold, 23 Stück. Und ein gewälztes altes Nordschwert. Ja. Das finde ich jetzt nicht so super. Aber sonst haben wir nichts mehr. Schade. Das ist auch wirklich cool hier drinne. Na. Was passiert jetzt? Okay. Hier ist nichts. Oh, guck mal, da ist eine Mini-Schlange. Mit dem Einhorn? Ja.
Achso, nein, ist es eine Schnecke oder ein Einhorn? Ich kann es jetzt nicht genau erkennen. Schade. Es ist auf jeden Fall eine Mini-Schlange. So. Ganz leise sein. Ich möchte gar keinen Fall irgendwie Problem habe. So. Ach. Es wird weitergesendet. Gut. Jetzt müssen wir dem Licht folgen, das Licht ins Innere bringen, scheinbar. Hier ist nur eine Leiche. Oh, und die hat auch nochmal Gold dabei. So. Warte mal. War die Marine, dieses komische Typ, die Göttin eigentlich, die ich nicht so mochte? Hallo, das ist noch einer, das... Okay. Wie könnte ich das nochmal abbrechen? No. Boah. Kaiserliches Schwert. Ah. Jagdbogen. Ah, habe ich auch schon mal was Besseres gefunden, ne? Auf jeden Fall sind die ziemlich scheiße. Hätte ich vielleicht besser treffen sollen. Naja, zumindest habe ich hier ein paar Pfeile. Zum Glück nicht meine ausgeschworenen Pfeile, denn die werden jetzt nicht doof, aber ich. So. Achso, und ja, und das ist das erste Mal, dass ich ein bisschen mit den Einstellungen, oder wieder mal, dass ich ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt habe. Und ich hoffe jetzt mal, wird das Ganze etwas schicker aussehen. Außerdem nehme ich gerade extra mit Traps auf, damit diese ganzen Mikro-Ruckler mal weg sind. Hoffe ich einfach mal. Teller, Teller, Schlittschuh. Nichts Schönes hier drin. So, auf jeden Fall soll jetzt das Ganze für euch schöner aussehen. Und ja, auch wenn es etwas schwieriger oder länger zu lernen ist, geht das dann schon. Mal gucken. So. Ach, ich kann die Tür schließen. Ich würde die aber nicht schließen. Ich möchte wieder mich verstecken und gucken. Hier komme ich nicht weit. YouTube. Ja. So geht's auch. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Und auf jeden Fall habe ich in der Zwischenzeit angefangen, Dark Souls zu spielen. Und ja, ich kann dieses Spiel auch wirklich nur 1,5 Stunden oder so am Stück spielen, weil das mich zu sehr auf. Also, ich spiele natürlich das erste. Was denn sonst? Aber es ist sau schwer. Oh. Guckt euch das mal an. Weißt du es doch. Es ist sau schwer. Ich finde es ziemlich geil. Aber es ist wirklich sau schwer. So. Schwert der Klingen. Falsch. Ha! Ah!
Nein. Komisch, wieso kommt man hier nicht rein? Ich wollte nur gucken, was da hinten drin ist. Okay. Schafft man scheinbar nicht. So, dann wollen wir doch mal wieder unseren Bogen anlegen. Mal ein bisschen weiter durch die Katakomben laufen. Da vorne ist wieder so ein dummer Ausgeschworener. Frage ist, ob ich den diesmal richtig treffe. Na? Den habe ich getroffen. Den habe ich auch getroffen. Den habe ich auch getroffen. Schön. Ist nichts passiert. Knochenmehl, Stahlfallen, Jagdbogen. Nehme ich mal den Stahlfallen mit hier. Oh, auf jeden Fall habe ich jetzt die Eisenpfeile. Die sind hoffentlich etwas besser als die anderen. Das gefällt mir hier gar nicht. Eigentlich wollte ich ja das nicht für sie machen. Wieso habe ich mir das überhaupt angenommen? Ich weiß es nicht. Da komme ich weiter, aber hier ist noch so eine komische Urne. 7 Gold. Immerhin. Ich brauche ja immer jede Menge für meine Rüstung. Ich habe ja auch noch einen anderen Spielaccount und da habe ich ein bisschen vorher gespielt, aber auch in andere Richtung als die, die ich jetzt eingeschlagen habe. Und den benutze ich jetzt zum Testen, falls irgendwas nicht mehr läuft oder sowas. Dann mache ich das mit dem anderen Spielaccount und nicht mit dem hier. Auf jeden Fall, Dark Souls spiele ich jetzt, ja, eigentlich sehr gerne. Hat jemanden gehört? Nein? Gut. Ist nur etwas, ja, nervenfordernd, sagen wir mal so. Leinentücher nehme ich nicht mehr. Ist weg. Wo ist der nächste? Mal da. Oh. Okay, das ist er nicht. Dann laufe ich einfach mal hier weiter. Boah, dieses Geräusch ist ja nervig. Hier ist auch nicht. Aber hier steht wieder eine Urne. 3 Gold. Juhu. Und, ja, ich glaube, ich kann hier rüberspringen und den Stein aktivieren. Ah. Geht doch. Was haben wir denn hier? Oh oh. No, 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 no. No, no, no. Ganz böse. Korrumpierter Schatten. Oh. Ich glaube ja, er hat mich gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Aua. Hallo. Naja.
sind ja nicht allzu schwer. Wir haben immer schöne Stahlpfanne dabei. Es ist doch immerhin etwas, um die beiden zu besiegen. So. Gibt es hier noch? Oh, oh. Gibt es hier? Da hinten gibt es einen Arkan-Verzauberungstisch. Gibt es hier dafür noch was drin, was ich dafür brauchen kann? Komme ich da dran? Mal wieder ein Schloss knacken. Okay. 13 Dietriche müsste ich hinbekommen. So, die Frage ist. Oh. Ups. Also. Hebel betätigen. Perfekt. Da kommen wir auch an die Truhe dran. Ja. Ist sehr viel drin. In der Truhe. Arkaner Verzauberer. Kann ich irgendwas verzaubern? Kann ich irgendwas entzaubern? Uhu. Habe ich den Ring überhaupt an? Muss ich erstmal gucken. Habe ich den gerade bekommen oder so? Ja, okay, also. Den habe ich gerade bekommen. Den kann ich auch zerstören. Den bräuchte ich, glaube ich, nicht. Oder? Ah, Wiederherstellungszauber. Wiederherstellungszauber benutze ich überhaupt nicht. Weg damit. Uhu. So, ausgeschworen im Bogen. Was können wir denn hier verzaubern mit? Ausdauerschaden? Magieschaden? Furcht Blitzschaden? Ich bin für Magieschaden. Ich bin für Magieschaden. So. Ja. So, und wir machen das mit einem winzigen Seelenschein. Das mit einem winzigen Gegenstand. Und verzaubern wir das. So. Und wir haben eine neue Stufe bekommen. Wie schön. Aber ich würde sagen, hier hören wir mal kurz auf. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.